keine Ahnung, Gedöns, muss ich nochmal nachgucken, anzutreiben. Und die beiden stellen dann zwei Flüssigkeiten her, woraus sich im Gemisch Diesel herstellt. Und die treiben dann den Generator an. Also, Kreislauf. Sollte der Generator aus irgendeinem Grund irgendwann mal ausfallen, ist trotzdem immer noch in der Bank hoffentlich immer noch genug Strom da, um die beiden Farmen weiter zu betreiben, um die beiden Generatoren, also die Liquid-Generatoren zu betreiben, um dann den Generator wieder anzuschmeißen. So der Plan. Ja, bau du mal Bäume ab. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Was wollte ich jetzt? Ach ja, genau. Ich wollte eigentlich noch eine Leine machen. Wieso bin ich denn vom Slime wieder weggelaufen? Was ein Blödsinn. Hä? Hä? Bin ich jetzt blöde? Was habe ich denn jetzt gemacht? Die spawnt der? Hä? Der wird doch nicht despawned sein, oder? Muss ich jetzt... Ich glaube, ich muss das Ganze echt nochmal machen. Na gut. Tut mir leid. Vielleicht habe ich das gerade irgendwie auch selber verkackt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aus irgendeinem Grund ist der Slime irgendwie weg. Ich weiß es auch nicht. So, das da rein. Jetzt bleibe ich aber direkt dabei stehen. Geht ja eigentlich relativ schnell. So, und dann brauchen wir nämlich unsere Flügel. Links und rechts daneben machen wir dann Federn. Oben kommt dann nämlich ein Slime hin. Und unten eine Enderperle. Und dann haben wir Featherfall. Eigentlich ganz geil. Any Slime Variant can be used. Das ist gut. Dann haben wir nämlich auch, dann haben wir dieses Sliden. Also in der Luft sliden. Oder gliden. Wie man es auch jetzt auch immer nennen möchte. Gibt es eigentlich, warte mal. Tinker Armor. Traveler's Gear. Gibt es da irgendwas Sinnvolles? Zoom, Swift Swim, Move Faster in Water, brauche ich nicht. High Jump, Jump 2 Blocks High. Habe ich schon, das sind die Flügel. High Step, nee. Automatically Walk Up One Block Walls, nee. Die kann ich mit mehr Speed ausstatten. Eventuell. Das wäre vielleicht noch ganz cool. Dafür brauchen wir Leder. Ja, das kriegen wir ja sowieso. Ach! Du wirst zu einem Monster. Deswegen. Und bist dann wahrscheinlich runtergehüpft, du Arsch, ne? Sorry, jetzt war ich gerade abgelenkt, ey. Dann haben wir trotzdem wieder nur drei. Ja, ja, egal. So. Dann können wir uns jetzt... 1, 2, 3. So. Lol. Das wusste ich ja gar nicht. So können wir eine Slime-Monster-Farm basteln. Total sinnlos, aber lustig. So, dann holen wir jetzt... Nee. Sleeping. So. Holen wir uns jetzt das zweite Evil Chicken. Ich habe die Pfeile weggeschmissen. Sehr intelligent.
Übrigens, mir ist da die Tage eine Idee gekommen. Und zwar ist dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen oder hat zugehört oder wie auch immer. Mein Name, Seguro, ist eigentlich ein spanischer Begriff. Und ich glaube, dass ich deswegen... Ich habe hier Federn. Das ist dein fucking Ernst. Wieso habe ich da jetzt auf einmal Federn? Scheiße, waren die da vorhin auch schon drin? Tut mir leid, Leute. Egal, wir haben jetzt Federn. Ist ja eigentlich ein spanischer Begriff. Und ich glaube, dass ich deswegen verdammt viele Spanier auf meinem Account habe. Und eigentlich fast nur Spanier. Und die können mit meinem Kanal natürlich nichts anfangen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich zu einem meiner uralten Real-Life-Spitznamen wechsle. Und das wäre dann in dem Fall quasi, so wie ich mich jetzt auch schon in einem anderen Spiel genannt habe, Onkel Schopter. Was würdet ihr davon halten? High Jump, Protection und Featherfall. Nice. Und? Ja, geil. Guck mal, was ich kann. Sliden. Wir kriegen keinen Featherfall mehr. Fallschaden mehr. Geil. Nice. Gut, jetzt haben wir endlich unsere Federfallflügel. Das wollte ich ja sowieso schon die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall, Onkel Schopse wäre es dann. Was haltet ihr davon? Das Problem ist nur halt, dass wenn ich jetzt meinen Kanal umbenenne, dass dann die aktiven Zuschauer, die das vielleicht nicht checken, dann meine Videos, also nicht mehr mitkriegen. Meine Videos nicht mehr mitkriegen, so. Sagt mal, schreibt mal was dazu in den Kommentaren. Würde mich mal interessieren. Wir können es auch bei Seguro belassen. Ich glaube nur, weiß ich nicht, ich finde, Seguro ist, ich finde den Namen geil. Klar. Nicht ohne Grund habe ich den schon sehr lange und jetzt halt auch in YouTube verwendet. Aber, dein Ernst? Mehr nicht? Okay, ich muss die Seeds verbessern. Aber ich glaube, dass ich will ja eine nette Community aufbauen, die sich untereinander mag, die sich untereinander helfen will, quasi wie eine große glückliche Familie. Und ich glaube, dass Onkel Schopse wirkt, weiß ich nicht, ich fände es ein wenig familiärer halt. Familiärer. Ja, ich weiß nicht, ob intimer das richtige Wort ist. Ein bisschen freundlicher, ein bisschen angenehmer. Halt der nette Onkel aus dem Internet. Weiß ich nicht. Mir gefällt der Gedanke. Was sagt ihr dazu? Es ist ja schließlich auch einfach nur ein Name. Ich bleib ja der gleiche, ne? Also von daher. So, was stand denn noch auf der Liste? Autospawner. Ja, nice. Autospawner, Wizard in Traveler Wings Upgrade. Haben wir. So, Wizard töten. Living Farm? Ach, Living Rock und Living Wood Farm. Haben wir. Autospawner und Wizard töten. Autospawner geht noch nicht, weil wir dafür erst einen Wizard töten müssen. Und Wizard töten. Ja. Yeah. Machen wir das jetzt so? Machen wir das in einer anderen Dimension? Oder... Warte mal, Wither... Reinforced Obsidian. Witherproof. Oh, dafür brauchen wir Dark Steel. Ich würde eigentlich lieber halt quasi einen Käfig dafür bauen. Oder wir müssten, da müssten wir uns mal an die... Ich glaube, wir machen uns erstmal an die
Reaktorgeschichte. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Nein. Oder? Warte mal. Ender. Wo ist dieses... Oh, warte mal. Ich habe schon wieder was vergessen. Upgrade. Immer noch. Radius increased 1. Lapis. Brauchen wir. Raw Plastic, Redstone, Gold Nugget und Lapis. Redstone haben wir. Gold. Wo ist Gold? Haben wir Gold hier irgendwo? Haben wir hier. Da ist Raw Plastic auf jeden Fall schon mal. Dann nehmen wir jetzt mal eben ein Gold raus. Und 1, 2, 3 Lapis. So, das haben wir jetzt auch. Dann machen wir ein Raw Plastic. Ach so. So. So, haben wir das Upgrade. So, und das könnten wir eigentlich direkt mal eben in unseren Otania-Turm reinstopfen. So. Ah, ja, okay, gut. Ist schon drin, nice. So, dann... Warte mal, schmeißen wir... Davon jeweils welche raus, davon... Weg damit, weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. So. Damit hätten wir jetzt. Grün. So. So. Braun. Pink. Lila. Rot haben wir schon. Lila haben wir. Blau. Cyan. Lightblau. Gelb. Gray. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. Ich glaube, wir müssen ein wenig mehr Platz machen. So, dann packen wir hier noch Lime rein. Packen wir hier noch Light Gray rein. Magenta. Magenta haben wir auch noch nicht. Packen wir hier noch Magenta rein. Orange. Weiß. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ach, das sind jetzt schon alle 16. Alles klar.
Gut, macht ja nichts. Dann haben wir hier jetzt noch ein paar Plätze für Durcheinander. Ist ja in Ordnung. Nice. Haben wir das jetzt auch schon mal. Weg, weg. Weg. Müllt nur das Inventar zu.